Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du, ich krieg noch 500.000 Euro von dir. Was? Warum das denn? Na, weil mein Weltmeistertipp richtig war. Leicht verdientes Geld. Genau wie Boris Becker. Du, der hat auch 500.000 für ein Sat.1-Interview kassiert, das morgen ausgestrahlt wird. Wäre er nicht im Knast gewesen, hätte sich niemand dafür interessiert. Und dann gibt es auch noch eine Doku bei Apple Plus über ihn. Hat er bestimmt auch nicht umsonst gemacht. Also alles in allem echt lukrativ, so eine Insolvenzverschleppung. Also Angie! Oh, eigentlich sollte Bobble ja 2,5 Jahre sitzen, aber er ist seinen Mithäftlingen scheinbar so auf den Sack gegangen, dass sie wohl um seine vorzeitige Abschiebung nach Deutschland gebettelt haben. Jetzt will Boris Kriminalität und Haftstrafe als neues Geschäftsmodell für sich etablieren. Wird er demnächst bei der Höhle der Löwen vorstellen? Oh, ja, ich komm ja. Du, ich versuch's es doch nicht, mein Joachim. Auch wenn Olaf Scholz anruft und fragt, warum Deutschland nicht Fußball-Weltmeister geworden ist, dann sag ihm, weil Deutschland nur einen Kanzler auf Bezirksliga-Niveau hat. Schau ihn. Ach, der Herr Lauterbach mal wieder. Guten Morgen, Karl. Also guten Morgen, Frau Ex-Bundeskanzlerin. Haben Sie mitbekommen, also dass der Nachfolger, also von dem Frank Plasberg, dass der mit der Klimaaktivistin Luise Neubauer zusammen ist? Oh, warum erzählst du mir das? Also, naja, also er hat gesagt, weil sie ein Paar sind, will er sie nicht in seine Talkshow einladen. Ach so, verstehe. Oh, so ein Mist aber auch. Mist? Wieso Mist? Naja, hätte er sich nicht in dich verlieben können? Also Frau Merkel, also dann wäre ich ja auch nie mehr eingeladen worden. Ganz genau. Das wäre dann für dich zwar hart, aber für die Zuschauer nur fair gewesen. Oh, jetzt guck doch nicht so, war doch nur ein Spaß, Karl. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.